Taufe ist wie Kuchen. Wir machen mal eine kleine Umfrage zum Start heute. Hand hoch, wer rechnet damit, dass er heute noch einen Kuchen bekommt oder einen Kuchen isst? Oho. Okay, wir hatten vielleicht gestern oder in den letzten Tagen schon entweder einen Kuchen gebacken oder einen Kuchen gegessen. Gibt es dann noch ein paar zusätzliche Hände? Okay. Ja, also scheint uns ganz gut zu gehen, glaube ich. So, jetzt noch eine Frage an die fleißigen Bäckerinnen und Bäcker. Sie haben da ja sicher verschiedene Zutaten zusammengemischt, Eier, Mehl, Zucker, Ketchup, ich meine natürlich eher gemeine Nüsse oder sowas. Aber was würden Sie sagen, wenn jetzt heute Nachmittag jemand zu Ihnen kommt, wenn dann der Kuchen dann so auf den Tisch gestellt wird und zu Ihnen sagt, so, und jetzt tu mal eine Zutat wieder raus aus dem Kuchen. Den Zucker zum Beispiel. Pechkopf. Ja, klar, das geht einfach nicht mehr, ne? Unmöglich. Ist zu spät. Das ist so miteinander verbacken, das kann man nicht mehr trennen. Das ist einfach viel zu eng miteinander verbunden. Liebe Gemeinde, jetzt in dem Bibeltext für heute, da heißt es, dass wir durch die Taufe ganz eng mit Christus verbunden sind. Ich lese aus dem Römerbrief, Kapitel 6. Wisst ihr nicht, schreibt Paulus da, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. Also, wir sind durch die Taufe in seinen Tod mit einbezogen. So sind wir, schreibt Paulus weiter, ja mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, damit, so wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wir wurden verbunden, wörtlich übersetzt, sind mit ihm zusammengewachsen und ihm so gleich geworden in seinem Tod. Und so werden wir das dann auch ebenso im Blick auf seine Auferstehung sein. Puh, da geht's ganz schön zur Sache. Also wenn man denkt, Taufe, das ist doch nur ein netter Segen zu Lebensbeginn, dann hat man die Hauptsache noch gar nicht erkannt. Dann hat man sie übersehen. Und so wie wir in unserer Tradition taufen, da kann man die Hauptsache tatsächlich auch optisch schon übersehen. Wir taufen ja meistens Babys. Und da gießt man dann einfach so ein paar Tröpfchen auf die Stirn. Fast wie so eine Segenshandlung, wo man die Hand auf die Stirn legt oder so. Es gibt andere Traditionen, die wirken nicht ganz so kindgerecht. Wissen Sie, wie man in der orthodoxen Tradition Kinder tauft? Da hinten weiß es jemand. Genau. Da hat man einen Wasserbottich. Einen Erwachsenen kann man da drin taufen, aber da passt ein Baby rein. Und die Babys haben noch den Reflex, dass wenn man so unter Wasser taucht, dass sie die Luft anhalten. Also grundsätzlich passiert denen nichts, auch wenn sie es nicht unbedingt klasse finden. Und die werden dann von dem Priester, von dem orthodoxen Priester, rein ins Wasser, komplett und wieder raus. Die haben sozusagen die Tauftradition behalten, im Prinzip wie es bei den Erwachsenen zu Beginn der Christenheit gemacht wurde, die man in so einem Waldbach getauft hat. Einmal ins Wasser rein und dann geht es einmal runter, unter die Wasseroberfläche. Und dann wieder raus. Da ist optisch dann schon wieder was anderes dabei. Und so eine bildhafte Sprache hat Paulus auch hier in seinem Text. Das, was hier übersetzt wird oft mit, wir sind getauft auf Christus, da steht eigentlich wörtlich, wir sind hineingetauft in Christus oder in den Tod von Christus. Das wäre schon wörtlicher. Und wenn wir jetzt diesen Begriff ganz wörtlich übersetzen, den Paulus hier schreibt, dann heißt es, wir sind hineingetaucht. Oder man könnte vielleicht auch sagen, hineinversenkt in Christus oder in den Tod von Christus. Das ist die Bildsprache dieser ursprünglichen Tauftradition. Hineingetaucht, hineinversenkt. Da wird erstmal, und das spürt man bei den Kindern deutlicher als bei der Wassertaufe im Fluss, bei den orthodoxen Kindern, da spürt man, huh, vielleicht gruselt es da einen auch ein bisschen, wenn man Kinder einfach unter Wasser steckt. Aber vielleicht ging es dann auch mit dem Text so. Da sind Worte drinnen von Tod und begraben werden, die erstmal krass sind. Da stirbt irgendwas Altes. Da wird was hineingegeben in den Tod. Dann ist es unter Wasser, wie begraben sein. Und dann wird da etwas Neues aus der Taufe gehoben. Auferstehung eines neuen Lebens. Für die ersten Christen war das begreifbar, weil man es nicht zu Lebensbeginn gemacht hatte, sondern der christlichen Botschaft im Lauf seines Lebens begegnet ist. Und dann war das ein Wendepunkt im Leben. Dass da was Altes zurückgelassen wurde, und was Neues begonnen hat.
Ja, wo werden wir hineinversenkt? Wir haben es jetzt im Ohr. In seinen Tod. Weil in der Taufe, da geht es nicht um irgendwas. Die Taufe, die soll ja das entscheidende Fest sein. Das entscheidende christliche Fest soll die Taufe sein. Und dann muss es dann auch um das Entscheidende des christlichen Glaubens gehen. Und das Entscheidende des christlichen Glaubens ist nicht ein vager Segen, sondern der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus sind die Mitte des christlichen Glaubens. Wenn wir das rausnehmen, dann haben wir vielleicht immer noch ziemlich viel Religion übrig, aber nicht mehr christlichen Glauben. Warum das so ist, warum das so zentral ist, dazu bräuchte es eine eigene Predigt, eine eigene Predigtreihe, die gibt es ja auch schon von den Vorjahren. Das Kreuz als Zentrum des christlichen Glaubens findet man bei uns ja auch auf dem YouTube-Kanal. Aber die Frage wird jetzt heute nicht beantwortet, warum ist das so zentral, sondern wir schauen heute darauf, dass diese christliche Glaubensbekenntnis an Tod und Auferstehung, dass das nicht irgendwas ist, was weit weg ist von mir, sondern durch die Taufe heißt es, das soll jetzt was ganz persönlich mit mir zu tun haben. Dieser Tod und diese Auferstehung, die haben was zu tun mit mir und es soll ganz eng verbunden werden mit mir. Jesus ist nicht nur irgendwie für mich gestorben, sondern in der Taufe kommt es hautnah, wie das Wasser. Hautnah an mich ran, dieser Tod und diese Auferstehung. Die Taufe, oder das, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, das soll etwas sein, was mich persönlich verändert. Die Taufe verändert, wie ich mich selber verstehe. Sie verändert nichts weniger als meine Identität, wer ich bin. Und dann auch, wenn ich das glaube, im Glauben begreife, dann wird es auch die Konsequenz verändern, wie ich lebe, was ich tue. Bevor wir jetzt auf dieses krasse Wort begraben eingehen, vielleicht damit es uns hilft, dass hier so viel vom Tod vielleicht auch gesprochen wird. Nur wer schon tot ist, kann sich eigentlich auf die Auferstehung freuen. Also ich brauche erst den Tod. Wer den Tod noch nicht hinter sich hat, vor dem liegt noch nicht so direkt die Auferstehung. Das Ziel ist nicht der Tod. Das Ziel ist die Auferstehung. Und dazwischen ist dieses Wort Begräbnis. Paulus sagt, wir seien begraben mit Christus. Dafür sollen wir uns halten, für begraben mit Christus, wenn wir getauft sind. Dass das schon, dieser Zwischenschritt eigentlich schon für uns gilt und wir jetzt schon die Auferstehung vor uns haben. Dass wir eigentlich schon einen Schritt weiter sind. Dass wir den Tod eigentlich nicht mehr vor uns haben und uns vor dem fürchten müssen, dass eigentlich die Sache mit dem Tod für uns schon geklärt ist und wir als Christen die Auferstehung eigentlich schon vor uns haben. Jetzt bleiben wir mal beim Bild des Begräbnisses. Wann begrabe ich einen Menschen, wenn er schon gestorben ist? Also erst tritt der Tod ein und dann wird bestattet. Da wird es nochmal in diesem Ritual greifbar. Und bei den ersten Christen war die Reihenfolge auch so rum. Da kam man erst zum Glauben. So wie sich ein Ehepaar vielleicht erst verliebt und dann wird geheiratet. Man kam zum Glauben, diese Verbindung mit Gott, diesem Glauben da gewachsen. Und dann wurde das Ganze besiegelt durch die Taufe. Dieses Zusammenwachsen mit Gott. So wie man auch erst stirbt nochmal und dann begraben wird. Aber jetzt ist hier vielleicht trotzdem auch die Reihenfolge auch eine umgekehrte. Denn das Problem ist ja, wir sind ja getauft, aber wir wissen, nicht alles Alte in unserem Leben und das, was die Bibel als das zum Alten Gehörige bezeichnet, ist jetzt ja aus unserem Leben weg. Also wir kennen ja immer noch, dass unsere Adamsgene, irgendwie, die wir in uns haben, dass die ja irgendwie immer wieder schon eine Rolle spielen. Es ist ja nicht so, dass das, was ich einmal war, vor dem Glauben oder vor der Taufe, also das, was ich von Natur aus bin, das scheint ja irgendwie doch nicht so ganz weg zu sein, sondern immer wieder so zum Vorschein zu kommen, dass man vielleicht streitsüchtig ist oder jemand von Natur eher vielleicht so ein neidischer Typ ist oder jemand anders ein gieriger oder jemand anders ein leicht reizbarer. Das gibt es ja ganz Unterschiedliches in uns, was so das Miteinander mit anderen manchmal erschwert. Aber all das, was eigentlich christlich gesehen zum Alten gerechnet wird, das heißt hier, das ist eigentlich alles schon, über das allem ist schon der Tod erklärt. Das ist alles schon als Tod erklärt. Und der Sieg von Jesus ist darüber schon ausgesprochen mit der Taufe. Die Sünde, das Alte, kommt zwar immer wieder auch im Leben von Christen natürlich, wir sind Menschen, zum Vorschein, wir leben ja noch in dieser Welt. Und das Alte tut immer noch so, als hätte es einen Anspruch auf mich. Als dürfte das mein Leben bestimmen, diese Gier oder dieses lose Mundwerk oder was auch immer da gefühlt zu mir gehört. Aber mit der Taufe ist es eigentlich so, das gehört schon gar nicht mehr zu mir. Ich gehöre jetzt schon zu Jesus. Da ist eigentlich schon ein Herrschaftswechsel passiert.
Ich kann nicht mehr dieses Reich der Welt, wo sich jeder sein Nächster ist. Sondern durch Glaube, durch die Taufe, sagt Jesus, du gehörst schon in mein Reich. Ich habe dich da schon mit aufgenommen. Du bist schon zu meinem Kind erklärt. Es ist schon klar, du bist Himmelsbürger und Erbe der neuen Welt. Das Ende und was am Schluss gewinnt, der Ausgang des Ganzen, der ist schon geklärt. Schon seit 2000 Jahren. Und durch die Taufe ist auch klar, dass es auch für dich geklärt ist. Die Sünde hat kein Recht mehr auf dich. Du bist dafür eigentlich schon gestorben. Rechtlich gesehen hat dieses Alte kein Recht mehr auf dich. Du gehörst nicht mehr dir selbst oder dem. Du gehörst jetzt mir, zu Christus. Dass da was Neues entsteht, es geht nicht aus uns selbst heraus. Aber durch Glaube und Taufe sind wir schon mit Jesus verwachsen. Und er wird es tun, was er verheißt. Er wird es erfüllen können, was er verheißt. Ich hatte noch einen Gedanken, den ich jetzt aber nicht mehr finde. Darum gehen wir zu dem Ursprungsgedanken zurück. Was hat das Ganze mit dem Kuchen zu tun? Was hat jetzt das alles mit Kuchen zu tun? Martin Luther hat mal dazu gesagt, Christus und der auf seinen Namen getauft ist, die sind miteinander so eng verbunden wie ein Kuchen. Das heißt, sie sind unzertrennlich. Da kann man das nicht mehr voneinander lösen, da passt kein Blatt Papier mehr dazwischen. Die sind, sagt Luther, ein Kuchen. Und darum soll Martin Luther zum Beispiel auch in Situationen, wo er in Not war oder wo er in geistlicher Anfechtung war und vielleicht sich selber auch gedacht hat, ich passe doch gar nicht vielleicht in das Neue, da hat er auf sein Schreibpult geschrieben, ich bin getauft. Und sich da wieder vergewissert, wir sind ein Kuchen. Auch der alte Mensch da ist noch da, aber ich bin schon ein Kuchen mit Christus. Und wenn ein Mensch durch den Glauben, wenn der Taufe so eng mit Christus verbunden wird, dann ist unser Schicksal mit Jesus verbunden. Dann ist es so, dass das, was für Jesus gilt, dass er gestorben ist und auferstanden ist, dass das alles auch für uns gilt und gelten wird. Jetzt glauben wir es noch und einmal werden wir es sehen. Amen.